Ja, Sie sind vielleicht jetzt alle schon sehr elektrisiert und wollen gleich einfach loslegen und fragen sich, ja, ich würde gern was tun, aber wie? Und das ist eigentlich die kleine Frage, die wir ein bisschen oder zum Teil klären wollen. Was ist möglich? Wo können Sie entsprechende Unterstützung bekommen, um ein bisschen mehr zu machen als Vorlesungsaufzeichnungen? Diese Möglichkeit ist den meisten doch schon bekannt. Genau. Sie sind motiviert und wollen loslegen. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten für den Videoeinsatz in der Hochschullehre. Also wir konzentrieren uns hier speziell auf das Thema Video. Das ist natürlich das ganze Thema rund um das Lehren. Diversity Management ist doch so ein Begriff, das häufig debattiert wird. Es ist auch die Frage, wie kann ich meinen Vorlesungsraum letzten Endes erweitern, andere dazu bringen, beziehungsweise auch ins YouTube verlagern, sind Themen einfach, wie kann ich einfach lernen, unterstützen, wiederholen, reflektieren, vertiefen, eine ganze Reihe von Möglichkeiten oder auch andere Lerninhalte, die eine gewisse Komplexität aufweisen, die vielleicht in einem Seminarraum oder einem Vorlesungsraum nicht so leicht sind zu visualisieren. Es ist auch so als Nebeneffekt auch die Frage, wie können Sie Ihre eigene Forschung auch der Öffentlichkeit präsentieren, der Forschungsgemeinschaft präsentieren, aber auch potenzielle Investoren für das, was sie tun. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen und ich glaube, Sie wissen wahrscheinlich auch am besten, wie und was Sie tun wollen. Und wenn Sie entsprechend motiviert sind und auch das Talent bereits haben, dann können Sie sofort loslegen. Das ist ganz klar, oder Sie tun das jetzt sofort, dann brauchen Sie uns nichts weiter. Aber ich denke, das ist doch etwas, was man in der Regel, man ist motiviert, inspiriert und fragt sich, aber wie mache ich das? Wir haben so ein bisschen so ein drei Schritte, die wir Ihnen gern so mitgeben würden. Die eine ist, lassen Sie sich beraten, es gibt die entsprechenden Stellen an der FAU, die Ihnen dabei helfen können. Da kann man einfach entsprechend Bedarf analysieren und überlegen, was ist möglich umzusetzen. Darüber hinaus ist einfach die Möglichkeit, klar, dann gemeinsam ein Konzept zu machen, das sowohl didaktisch als auch technisch machbar ist. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie einfach was ganz Ausgefeiltes sich überlegen und dann ist einfach technisch, ist der Aufwand so groß, dass es Ihnen nichts bringt. Oder Sie haben sehr viel in der Technik investiert, aber letzten Endes könnten Sie auch mit der App für 1 Euro, wie vorhin gezeigt, einfach auch genauso weit kommen. Also es geht einfach um diese Kernfrage. Und dann natürlich bei der Umsetzung. Ist es so, dass Sie einfach bestimmtes Know-how aufbauen können? Oder benötigen Sie einfach Unterstützung von Organisationen hier vor Ort? Wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten an der FAU. Allen voran natürlich die zwei Institute, die auch heute hier Veranstalter sind. Das Institut für Lerninnovation. Ich will das jetzt hier nicht groß einführen, aber wir bearbeiten im Prinzip alle Themen rund um E-Learning. Wir sind zu einem Dienstleister für alle Fakultäten und Fächer, machen auch in dem Bereich einiges an Forschung und spezielle Entwicklungen und glauben und hoffen, kreativ in allen Fragen zu sein. Und da versuchen wir auch, wenn Sie mit einem bestimmten Problem zu uns kommen, dass wir einfach mit Ihnen gemeinsam was entwickeln können. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Kollegen, also es ist auch eine räumliche, glückliche Geschichte, dass wir alle unter einem Dach wirklich sind, also das Fortbildungszentrum Hochschullehre, das natürlich in allen Themen zur Hochschuldidaktik Sie beraten kann, ein unglaublich reichhaltiges Kurskatalog hat, Coaching-Angebote und ebenfalls sehr kreativ in allen Fragen. Also Sie haben diese Möglichkeiten und dann praktisch in diesen zwei, an diesen zwei Instituten auch verankert eben das Studon, die Lernplattform der FAU, die Sie kennen, eben ILIES basiert, wurde heute schon erwähnt. Und über dieses Team bekommen Sie auch die Möglichkeit von Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung. Sie haben auch die Möglichkeit, Video in Studon entsprechend zu integrieren. Sie haben auch mittlerweile die Möglichkeit,
Video mit Tests und Kommentaren zu versehen. Das heißt, einfach eine gewisse didaktische Vielfalt ist dann auch schon gegeben, ist eben nicht nur gucken, sondern aktiv werden, interaktiv mit dem Video werden. Darüber hinaus das Projekt Quiz, eben heute ihr Veranstalter, gibt es auch da die Möglichkeit, sich entsprechend zu beraten und vielleicht auch noch, dass das ganz Gutes dabei ist, wir können eine kleine Startfinanzierung geben. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die auch heute hier präsentiert werden, die einfach die Möglichkeit hatten, über das Projekt Quiz ein bisschen Geld zu bekommen, um bestimmte Aktivitäten, Sonderaktivitäten einfach entsprechend zu finanzieren. Und hier sagen wir einfach, versuchen, haben Sie ein bisschen Mut zur Innovation, reden Sie mit uns und wir versuchen Ideen einfach zu entwickeln. Gut, Sie haben sich beraten, Sie haben ein Konzept und dann ist die Frage, wie geht es einfach entsprechend weiter. Natürlich haben Sie jetzt vielleicht ein Team und Sie sollten bei vielen Sachen nicht, das nicht versuchen allein zu tun. Beim Team, gerade in der Frage Video, haben wir extrem gute Erfahrung mit der Einbeziehung von Studierenden. Also die sind auch sehr oft kreativ, sind auch technisch versiert und können hier ganz gut unterstützen. Und wir haben, wie gesagt, jetzt bei uns am ILI die Möglichkeit, über das Projekt Quiz, da das Teilprojekt Großveranstaltungen, Ihnen dabei zu helfen, Know-how aufzubauen, wenn Sie sagen, unser Team sollte ein bisschen geschult werden mit bestimmter Technik oder bei der Entwicklung eines Storyboards oder sowas, helfen wir dabei und können, wie bereits gesagt, auch ein bisschen Finanzierung geben. Es sind jetzt keine großen Beträge, ist klar, aber wir haben gemerkt, diese kleinen Beträge, die können extrem viel bewirken. Darüber hinaus gibt es natürlich einfach die Möglichkeiten am Rechenzentrum. Herr Gräve sitzt heute auch hier bei uns und kann Ihnen natürlich zum Thema Vorlesungsaufzeichnungen alle Fragen klären. Auch wenn wir teilweise natürlich sagen, Vorlesungsaufzeichnungen benötigen einfach eine didaktische Einbettung, die Sie wiederum in Ihren Konzept und bei der Beratung vielleicht schon mit überlegt haben, ist natürlich super, dass wir hier die Möglichkeit haben, einfach jede beliebige Veranstaltung entsprechend aufzunehmen und dann ins Videoportal der FAU bereitzustellen. Darüber hinaus gibt es noch an der FAU zwei Multimedia-Zentren, das eine eben am Rechenzentrum und das zweite ist dann im Campus Regensburger Straße. Da haben Sie die Möglichkeit, mit kleinen Gruppen dort zu arbeiten und einfach diese Arbeit aus vielen verschiedenen Perspektiven entsprechend aufzunehmen. Es kann sein, einfach um bestimmte Themen zu analysieren, zu reflektieren oder auch anderen zur Verfügung zu stellen. Alles kann natürlich auch auf das Videoportal der FAU einfach hochgestellt werden. Wir haben hier ein Beispiel, wahrscheinlich Ihnen auch bekannt, das Portal, und hier haben wir eben Herr Professor Honegger, das mittlerweile solche Veranstaltungen vielleicht nicht mehr aufzeigen lässt. Er hat was anderes zu tun im Moment, aber so können auch die Studierenden noch da zurückgreifen. Und alles ist einfach entsprechend über das Videoportal der FAU verfügbar, auch eben über Studon abrufbar. Das ist einfach so eine Möglichkeit und jetzt würde ich einfach an meine Kollegin Claudia Schmidt weitergeben, die einfach Ihnen ganz klar mal vorstellt, wie das mit Quiz-Unterstützung alles aussehen kann. Vielen Dank. Genau, wir waren am Anfang von Quiz, das heißt vor circa 4 Jahren, ganz oft konfrontiert mit der typischen Ausgangssituation, die Sie wahrscheinlich selber auch alle kennen, hohe Studierendenzahlen, hohe Diversität unter den Studierenden mit den typischen Themen und Problemen, die sich daraus ergeben. Kapazitätsengpässe räumlicher Art, personeller Art, teilweise sich überlappende Veranstaltungen, Massenveranstaltungen, wo 3, 4, 5 oder je nach Fakultät auch 1000 Studierende vor Ihnen sitzen, wo Sie überhaupt als Dozent wenig Möglichkeiten haben, in Interaktion mit dem Einzelnen zu treten. Also sichtbarer Bedarf war vorhanden. Die Lehrenden, die an uns herangetreten sind, kamen auch oft und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen, wir schaffen das nicht mehr. Können wir nicht irgendwas mit Video machen?
Wir haben gesagt, na klar, machen wir, haben dann Projekte entwickelt, wie meine Kollegin das gerade schon erklärt hat, und haben dann begleitend und am Ende regelmäßig evaluiert. Und interessant dabei war natürlich, dass noch zusätzliche Chancen sich durch diese Videoprojekte ergeben haben. Und zwar zum einen für die Lehrenden, die haben gesagt, okay, plötzlich ist alles ganz anders. Ich konzipiere meine Veranstaltungen anders. Ich gehe auch ganz anders hin, wie Sie gerade schon gesagt haben. Irgendwas hat sich für mich auch verändert. In beide Richtungen natürlich. Die Studierenden finden das total großartig natürlich, Vorlesungsaufzeichnungen zu haben, Videocasts zu haben, kleine Lerneinheiten am Computer sich angucken zu können, einfach eine riesengroße Flexibilität zu haben, wann und wo sie sich mit dem Thema beschäftigen. Auch das Thema Training von Methodenkompetenz kann man ganz hervorragend mit kleinen Videoclips abdecken. Dazu werden wir heute in der Session zu den Videobeispielen auch noch einiges sehen. Also da sind ganz schöne Beispiele entstanden. Es gibt also zusätzlich zu dem Bedarf auch noch die Möglichkeit eines Mehrwerts und auch noch für den dritten Player im System, die Institution Hochschule. Themen wie die Erschließung neuer Zielgruppen, auch Thema Marketing, wie positioniere ich mich denn in der Hochschullandschaft? Schaffe ich Angebote, die auch wiederverwertbar sind? Thema Hochschulökonomie spielt da sicherlich eine Rolle. Ganz konkret standen wir am Anfang natürlich vor einer Herausforderung. Wie schaffen wir es, mit den Mitteln, die wir im Rahmen von Quiz zur Verfügung hatten, Videos zu produzieren, die in so einer guten Qualität erstellt sind und so gut didaktisch eingebunden sind, dass sie tatsächlich den Bedarf bedienen und diesen Mehrwert auch generieren können. Wir haben dann eine relativ pragmatische Lösung gewählt, die sich im Prinzip auf drei Hauptfaktoren bezieht. Wir haben versucht, möglichst einfach zu produzieren, haben aber trotzdem auf eine hohe Qualität des Videos geachtet. Wir haben versucht, ein möglichst handliches Equipment anzuschaffen, um eben auch da die Flexibilität aufrechtzuerhalten, dass möglichst viele Lehrende und Studierende auch dieses Videothema für sich ausprobieren und angehen können. Und immer wieder erfolgreich war der Ansatz von Studierende für Studierende, weil einfach da die Augenhöhe, die Sprache und auch die Kenntnis der Themen und Probleme eine ganz andere ist, als wenn man das in der klassischen Lehrender-Studierender-Situation macht. Wie haben wir es umgesetzt? Wir haben eine Videokamera angeschafft, keine High-End-Kamera, sondern semi-professionell, die eine ganz hervorragende Qualität für unsere Bedarfe liefert. Wir haben besonders darauf geachtet, hochwertige Funkmikrofone zu haben. Ton ist nach unserer Erfahrung einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und auch das Thema Beleuchtung war uns sehr wichtig. Trotzdem passt alles in einen Rucksack. Das heißt, unser Equipment ist to go ausleihbar. Gerne, nachdem Sie bei uns eine Schulung durchlaufen haben. Ist somit auch für Einsteiger handelbar. Und Wert bei den Schulungen haben wir gelegt, dass es eben nicht eine rein technische Ausbildung ist, sondern dass eben auch da wieder der didaktische Aspekt eine Rolle spielt. Wie kann ich die produzierten Videos einbinden, um eben diesen Mehrwert zu generieren? So sieht es dann aus. Ein Rucksack, alles drin, Kamera, Leuchten, Stative, Mikrofone, alles dabei. Und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, sind nach anfänglichen technischen Problemen natürlich, die gehören immer dazu, gute gewesen. Wir waren in der Lage, tatsächlich kosteneffektiv Videos zu produzieren. Der Einsatz ist flexibel, also der Rucksack wandert überall hin. Die Leute rufen an, leihen ihn bei uns aus. Und last but not least hatte das auch für die Studierenden, die sich beschäftigt haben mit dieser Videoproduktion, natürlich einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Kompetenzentwicklung im Bereich Medientechnik, Mediendidaktik, alles, was auch weit über die rein fachlichen Inhalte, die Sie vermittelt haben, hinausgeht. Die Beispiele sind die Beispiele, die Sie später, wenn Sie sich für die Session Videoeinsatz entschieden haben, sehen wollen. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen Appetit machen, jetzt auch gar nicht vorgreifen.
Genau, und letztlich noch ein bisschen was sagen zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Großes Thema ist tatsächlich die Kooperation und Interdisziplinarität zwischen dem Fach an sich, dem Team dort, auch die Lehrenden waren da mit im Boot, haben teilweise die Inhalte natürlich fachlich nochmal rückgekoppelt, das didaktische Team war mit im Boot, die Technik war mit im Boot, also das war, ist einfach ein Projekt gewesen, das sich auch von Semester zu Semester weiterentwickelt hat. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir nicht gleich am Anfang eine große Lösung bauen, die wir eh alle nicht stemmen können, sondern dass wir wirklich Schritt für Schritt weitergehen, ausprobieren, was passt denn, was klappt denn auch gut im jeweiligen Setting und dann eben noch vielleicht auch mal ein bisschen nachjustieren konnten und uns so Schritt für Schritt weiterentwickeln konnten. Und das Fazit ist, es herrscht durchweg große Zufriedenheit bei den Studierenden. Die Dozenten sehen es eher durchwachsen, erkennen schon den Nutzen. Aber wir sagen immer, das dauert vielleicht auch noch ein bisschen. Genau, zum Abschluss noch eine Folie, wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind oder auch dann heute Nachmittag nach den Beispielen. Wir haben einfach mehrere Möglichkeiten, wie wir Sie unterstützen können im Rahmen von Quiz. Ich hoffe, da ist was für Sie dabei. Wenn Sie möchten, sprechen Sie uns gerne an. Thank you.